Kann man GPS bei Pokémon Go auf Android simulieren? Ist es möglich, den Charakter nach draußen zu steuern, während ich zu Hause bin? Pokémon Go ermutigt die Leute, nach draußen zu gehen und die Pokémons zu fangen. Aber wie können sie das Spiel spielen, wenn sie keine Lust haben, sich zu bewegen oder für das Spiel nicht nach draußen gehen wollen? Nun, es gibt Hilfsmittel für das Spiel. Sie können ihnen dabei helfen, das GPS in Pokémon Go zu überlisten. Sie ermöglichen es ihnen, ein Ziel auf einer Karte zu wählen und das GPS des Telefons zu synchronisieren. Auf diese Weise können sie ganz einfach Pokémons an Orten finden und fangen, an die sie physisch nicht gelangen können. Und sogar die seltenen Pokémons fangen, mit Leichtigkeit. Die Antwort auf die Frage, kann man GPS bei Pokémon Go auf Android fälschen, ist also ja. Wir haben die beste Methode zum Vortäuschen von GPS für Pokémon Go im Jahr 2021 recherchiert und getestet. Es hat perfekt funktioniert. Keine Eile, wir werden die einzelnen Schritte und die Beurteilungen von jeder Methode mit Ihnen unten teilen. Also, bleiben Sie dran! iMyPhone Anytwo wurde entwickelt, um einen virtuellen Standort oder eine Route für AR-Spiele zu erstellen. Sie können es verwenden, um den GPS für Pokémon Go zu fingieren. Sie können Ihren Standort auf einen beliebigen Ort auf der Welt ändern und Pokémon im Spiel fangen, ohne dafür nach draußen zu gehen. Wir haben auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hinzugefügt, wie man GPS für Pokémon Go mit iMyPhone Anytwo vortäuschen kann. Es ist ziemlich einfach, also hoffen wir, dass jeder es ausprobiert. Schritt 1. Installieren Sie die Software und verbinden Sie das Gerät. Beginnen Sie mit dem Download von iMyPhone Anytwo auf Ihrem Windows-PC oder Mac und installieren Sie es. Öffnen Sie es nun und klicken Sie auf die Schaltfläche Erste Schritte. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr iPhone mit dem Computer zu verbinden. Wenn sich das Gerät erfolgreich mit dem Computer verbindet, wird eine Karte mit Ihrem Standort angezeigt. Um Ihren Standort auf Android für Pokémon Go zu fingieren, wählen Sie den Teleportmodus in der oberen rechten Ecke, wie der Screenshot es Ihnen unten zeigt. Öffnen Sie nun Pokémon Go auf Ihrem Gerät. Schritt 2. Wählen Sie einen gefälschten GPS-Standort für Pokémon Go. Wählen Sie auf der Karte in iMyPhone Anytwo einen gefälschten Standort, indem Sie auf der Karte den GPS-Standort ziehen und zoomen. Wenn Sie einen Ort auswählen, wird eine Seitenleiste eingeblendet, die die Zielinformationen anzeigt, einschließlich des Ortsnamens, der Koordinate und der Entfernung. Sie können auch den Ortsnamen oder die Koordinate in das Suchfeld eingeben, um Ihr Ziel auszuwählen. Schritt 3. GPS-Standort in Pokémon Go mit einem Klick simulieren. Nachdem Sie Ihr Ziel ausgewählt haben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Bewegen. Sie sehen, Ihr Standort wird auf den neuen Ort geändert. Sie können den Standort in Pokémon Go überprüfen, der synchron auf den gleichen neuen Ort geändert wird. Fertig! Ihr Charakter im Spiel kann nun jeden Ort erreichen, um Pokémons zu fangen. Jetzt sehen Sie, wie viele seltene Pokémon Sie fangen können. So können Sie den GPS-Standort für Pokémon Go mit dem besten Android-Standortwechsler iMyPhone Anytwo simulieren. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, eine virtuelle Route mit einigen bestimmten Punkten mit einer angepassten Geschwindigkeit zu schaffen. Das ist sehr nützlich für das Spiel. Dies schadet Ihrem Gerät nicht. Sie können es verwenden, um Ihren Standort jederzeit an einen anderen Ort zu verlegen. Es wird immer beliebter unter den AR-Gamern. Interessant, oder? Laden Sie es einfach herunter und probieren Sie es aus. Achtung! Verwenden Sie bitte nicht zu viele Hacking-Software.